Dominik von How to be a Filmmaker und jetzt mit einem kleinen Q&A. Viel Spaß dabei! Ja, Kind ohne Namen hatte uns eine Frage gestellt und ich wollte eigentlich ganz normal unter der Frage kommentieren und das Ganze beantworten. Aber eigentlich fand ich diese Frage so geil, dass ich mir gedacht habe, die kann man eigentlich in einem Video beantworten, beziehungsweise die kann man noch ein bisschen erweitern. Was war die Frage? Die Frage war, muss ein Kameramann schwindelfrei sein? Das ist eine gute Frage, die würde ich so ein bisschen erweitern. Was sollte ein Kameramann überhaupt können, beziehungsweise was wird oft von einem verlangt? Also erstmal zu dem Punkt, sollte er schwindelfrei sein? Ich sage jetzt einfach mal, ja, einfach aus dem Grund, weil es kommt garantiert oft vor, also zumindest war es bei mir in der Vergangenheit so, man muss mal, ich habe auf irgendwelchen Dächern gedreht. Das heißt also, ich hatte mal, was waren das? Ich glaube, eine Firma in der Schweiz, die haben so Dachdämmsysteme und was weiß ich für ein Gedöns hergestellt. Und dort bin ich dann halt die ganze Zeit quasi mit dem kompletten Equipment immer zwischen diesen Dachbalken hin und her gelaufen und hatte die Bauarbeiter quasi gefilmt, wie sie da das Dach und das Dämmmaterial angebracht haben. Im Hubschrauberfliegen war auch schon dabei oder man hat mich mal im Hubwagen, irgend so ein komisches Gerät, hat mich mal so 10, 15 Meter in die Höhe gelassen, wo ich von da aus dann ein komplettes Gebäude filmen konnte. Also ja, man sollte schon ein bisschen schwindelfrei sein und man sollte vielleicht nicht vor allem Angst haben, wobei es wird einem sehr, sehr viel oft abverlangt. Deswegen dachte ich mir, ich erweitere dieses Video einfach, weil oft sind Situationen auch dabei, die suche ich mir auch nicht aus, die mache ich auch nicht immer gerne, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt kann man ja auch mal Sachen ablehnen, aber es waren auch Sachen dabei. Wir sind nach Polen gefahren, wir haben einen verdeckten Beitrag gemacht, wo es um Welpenhändler in Polen ging. Ich habe schon im Vorhinein ein sehr komisches Gefühl gehabt, wo wir zu diesem Drehen gefahren sind, dass da irgendwas schief gehen wird und es ist nachher auch so gekommen. Also wir sind attackiert worden, man hat Sachen auf uns geschmissen. In einer Hand muss ich probieren, die Kamera zu halten, in der anderen Hand meine Redakteurin und den Tierschützer irgendwie zurückzuziehen und dann sind plötzlich nochmal drei halbe Zuhälter aus irgendeiner Ecke gekommen und wollten auf uns losgehen. Das Ganze endete dann auch noch mit der polnischen Polizei. Also es sind halt dann so Sachen, da hat man nicht so wirklich Bock drauf. Aber man darf nicht mit einem totalen Schiss rangehen. Die Kamera, fällt mir immer wieder auf, ist wie ein völliger Schutz. Also die Leute, wenn es jetzt um solche Sachen geht, die Leute haben zum Beispiel eine Hemmung, dir irgendwas zu tun. Wir hatten letztens ähnlich wieder ein Beispiel, da ging es um Drogendealer, also drogensüchtige Drogen, die da hier in einem Bereich von Berlin, wo wir auch mit versteckten Kameras erstmal gedreht haben, wo ich auch schon im Vorhinein dachte so, oh nee, nicht ganz mein Thema und ja, ein bisschen mulmiges Gefühl auch wieder gehabt, aber klar, man hat es trotzdem gemacht und ja, wir waren nachher so dreist, wir sind mit der Kamera in dieses Gebiet reingelaufen und haben völlig zugedröhnte gefragt, wir haben gehört, hier gibt's Drogen, wo ich dann dachte, der tilt völlig aus, aber nein, der war von der Kamera fasziniert und dadurch hatte ich einen gewissen Schutz und das ist auch bei ganz vielen anderen Sachen so, wenn es jetzt zum Beispiel um Höhe oder so geht. Also ich habe jetzt in dem Sinne keine Höhenangst, aber bin jetzt auch niemand, der, keine Ahnung, auf einem schmalen Balken laufen würde, wo es sonst wie weit runter geht. Aber wenn du dann mit deiner Kamera beschäftigt bist, ist mir immer wieder aufgefallen, ist die Kamera irgendwo der Sucher, durch den du durchschaust oder durch das Display, wo du durchschaust, ist für dich eine gewisse Art von Schutz. Das ist auch ganz oft so bei richtig harten Themen. Die Kamera ist für dich immer ein Schutz und lässt vieles nicht so an dich ran, weil du es ganz einfach nur auf einem Display anguckst. Und deswegen sage ich mal zu der Frage nochmal mit dem Schwindelfrei. Ja, man sollte es nach Möglichkeit sein. Es ist aber kein Muss, ganz ehrlich. Kein Kameramann sollte sich zu irgendwelchen Sachen richtig zwingen lassen. Also das auf gar keinen Fall. Sondern er sollte natürlich auch immer noch frei entscheiden können und sagen, das mache ich nicht. Aber je mehr man dreht, wird man merken, man hat einfach diesen Schutz. Man hat einfach nochmal etwas zwischen sich, zwischen Realität und sich selber. Nämlich die Kamera. Das, was du nachher siehst, ist ja eigentlich nur auf dem Bildschirm. Deswegen, du bist schon als Kameramann wie dieser Zuschauer, der sich es nachher anschaut. Und deswegen, man sollte vieles erstmal einfach aus sich zukommen lassen und einfach mal ausprobieren. Ganz ehrlich, diesen Job jetzt nur nicht zu machen, weil du jetzt als Beispiel Höhenangst hast oder ja, nicht ganz schwindelfrei bist, sage ich dir ganz ehrlich, das sollte kein Grund sein für dich, diesen Job nicht ausführen zu wollen. Weil ganz ehrlich, wie oft kommt es denn wirklich vor, dass du auf ein 30 Meter hohes Dach geschickt wirst oder sonst irgendwelche Sachen? Und ganz ehrlich, das ist ein Punkt, finde ich, den spricht man dann an. Also wenn man wirklich richtige Probleme damit hat, dann spricht man das an. Und ich gehe mal davon aus, die meisten Firmen werden damit auch kein Problem haben. Beziehungsweise dann heißt es, okay, der ist vielleicht nicht gerade der Kameramann, den wir auf die Kufe von einem Hubschrauber setzen.
als Beispiel. Das war's mit diesem kleinen, kurzen Video. Ihr habt ja vielleicht bei mir auf der Instagram-Seite oder auf der Facebook-Seite oder auch bei Olli gesehen. Wir waren ja vor kurzem in England gewesen zu einer Fortbildung, nämlich zum Shadow and Light Festival und haben dort für euch massenhaft Interviews mit wirklich Berühmtheiten, sag ich mal, abgedreht. Also Philipp Blum, Nino Leitner, wen haben wir noch dabei? Den Kameramann von den Rolling Stones und auch so ein paar der Teilnehmer, weil es einfach sehr interessant war, weil wir kreuz und quer aus Europa und Amerika kamen und aber auch unsere Reise dorthin alleine war schon wirklich sehr, sehr lustig und das sind auf jeden Fall die nächsten Videos, die euch erwarten werden. Wir hätten sie gerne schon schneller rausgebracht, aber ihr wisst, die Arbeit, es hemmt uns noch ein bisschen, wir probieren es noch besser einzutakten, aber das sind die nächsten, die jetzt auf jeden Fall für euch kommen und ich schwöre euch, die werden euch gefallen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, beziehungsweise bei Fragen einfach in die Kommentare rein, entweder beantworten wir sie da unten oder in dem Fall, wenn es mir mal so spontan einfällt, auch in dem Video. Bis zum nächsten Mal.